My stomach is growing, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, jawohl, hier sind wir wieder. Heute gibt's den Mangoldtopf. Tada, hier die Zutaten für euch. Zack, Bierchen erstmal in den Hals. Ganz genau, die wichtigste Zutat, die darf nie fehlen. So, los geht's hier. So, hier, da haben wir schon mal frischer Mangold, Brotnudeln, Rinderhack kommt jetzt hier gleich. Da ist es auch schon. 4 Zwiebeln, klein gehackt. Und dann nehmen wir hier 4 Esslöffel Tomatenmark und Zitrone hier. Und was haben wir noch? Hier Gorgonzola-Käse und Mozzarella. Ganz genau. Rote Chilis haben wir dann auch hier. Knoblauchzehen, Pfeffer. Bei Gewürze, Freunde. Ihr wisst, was kommt. So, Freunde, ja. Ich muss mal gerade hier die Schürze gegen die Cam und das Bier tauschen. Weil mein Kameramann gerade keine Zeit hatte. Hüsse! Ja, muss ich es wieder selber machen. Die dritte Hand ist jetzt hier in Johnny umgebaut worden. Jawohl. So, Dutch-Ofen drauf. Erstmal Heat von unten. Wird gemacht hier. So, und das Öl rein hier. Ein bisschen Öl rein lunsen hier. Und dann das Hack erstmal anbraten hier. So, Freunde. Yeah! Oh! Mm. So, und nun hier umgerührt hier. Oh, sieht das gut aus. Meine Güte. Wenn ich nicht hinter der Cam stehen würde, würde ich reinbeißen. Gorgonzola fein schneiden. Ja, paar schöne Streifen absäbeln, meinte ich hier. Oh, jetzt lunsen wir es da gleich auch in den Topf. Wenn das Hack da erstmal schön fällig ist. Oh, sieht doch gut aus, Freunde, jawohl. Oh, so, ein paar Zwiebeln hinterher hier auf die andere Seite. Ja, sehr gut. Genau, da brutzeln wir sie mal an hier. Sehr schön. Ja, so, Knobi, Chili rein, alles da erstmal rein hier, der Bier in den Topf. Eine Seite Fleisch, eine Seite Gemüse hier. Oh, schön rein mit dem Lümmel. Umgerührt hier, sieht schon mal sehr gut aus, ne? Oh, wie das duftet. Das zischt gut. So, und dann, Freunde, jawohl, ich mach mir in der Mitte auch nochmal so ein kleines Loch fertig hier. Ja, das will gestopft werden. Richtig. Mit Tomatenmark rein hier in der Mitte. Sehr gut. Ja, so muss das sein, Freunde. Ich rühre das ganze Ding noch ein bisschen um mit dem Fleisch hier. So, ja. Sieht doch schon mal ganz töpfig aus hier. Oh. Das sieht gut aus hier. Ah. So, jetzt hier ein paar Gewürze, Salz, Pfeffer, Zucker hier, Sugar hier rein. Hier genaue Angaben, natürlich wieder hinten drin hier, ordentlich hier Paprikapulver, Rot hier. Bisschen Pfeffer gemahlen hier, das ist Johnnys Pfeffertopf. Und grobes Salz haben wir hier. Jawohl, geht natürlich auch ein bisschen feineres Salz, aber er hat das grobe hier parat. Muss man ja auch mal leer machen, das Ding. So, sieht doch schon mal fein aus wie immer. Und jetzt hier noch ein Fond hinterher gießen. Richtig, ganz genau. So, Rinderfond was. So, und jetzt hier umgerührt. Und ein ordentlicher Schuss Schwarzbier rein. Ah, dann ruhig die ganze Kanne rein. So, oh, sehr schön. Ja. Zack. Und noch ein Bierchen hinterher. Jawohl, diesmal ein anderes. Richtig gesehen. So, zwei Bier reingewämst. Nudeln rein hier. Bandnudeln, 400 Gramm. Und die lassen wir da erstmal schön weich werden in den Topf. Mhm. So sieht das aus. Ja, ein schöner Nudeltopf hier, das hier. So, ja, sehr schön. Deckel drauf, Freunde. Ja, perfekt. Jawohl, jetzt der Käse, Freunde. Käseteil. Abgedeckt. Und dann, das duftet schon mal gut. Ja, sehr schön. Jetzt den Käse da reinhauen. Jawohl. So, schön da runterrühren hier. Ja, schön schmelzen. Mmh, oh. Und als nächstes wenden wir den Rest des Käses noch hinterher. Richtig. Aber das später. Erstmal noch eine Zitrone reinhauen hier. Reinpressen. Ja, hier ist ein Kern mit reingelümmelt. Einmal gerettet hier. So. Umgerührt das ganze Spiränzchen hier. Und jetzt hier
Basilikum Oregano. Hier. Richtig, hier sehen wir Basilikum und hier. Hier. Grünzeug halt, ne? Ja, das habe ich hinten im Rezept drin, Freunde. So, jetzt hier den Mangold ein bisschen rein tun. Ja, ein Blatt reicht mir, ne? Für den Mangoldtopf. So. Veggie! Johnny ist endlich außer Sicht. Ah, da liegt noch etwas Gemüse. Damit kann ich das Fleisch vergiften. Hahaha. Johnny, du Schwein. Ah, Ninja-Rolle! Betty! Und weg. Was ist denn das? Verdammt, du hast nicht aufgepasst, Ritterhand, aber mein Gott. Wir rühren es um und retten es mit dem Fleisch, was unten drin ist. Richtig. So. Oh, das wird ein Mangoldtopf. Dafür sieht's gut aus. So. Der Veggie-Ninja hier, hol dran. So, kurz zur Seite packen. Und den restlichen Käse zum Überbacken in Mozzarella nehmen. Sehr gut. So, einmal eine Runde. Ja, das wird das Grünzeug ein bisschen dämpfen. Man kann einfach mit mehr Käse das dann ausgleichen. So. Jawohl. Oh, das sammle ich schon. Und jetzt Deckel drauf hier. Jawohl. Und jetzt Heat von oben, Freunde. Richtig gesehen. Zack. Ein paar Kohlens drauf hier. Wir wollen es hier overbacken. Unten ist nämlich schon fertig, fertig. So, sieht doch schon mal sehr gut aus. Und dann, wenn der Käse geschmolzen ist, Freunde, sieht das Ganze so aus. Boah, ja. Das sieht doch fein aus. Da kann man sich mal einen ordentlichen Löffel nehmen. Jawohl, Johnnys Mangoldtopf. Oh, nur für euch. Hier, Sir. Und ab auf den Tisch damit. So, tada. Jetzt nehmen wir uns mal eine Kelle, eine ordentliche Ladung. Und dann ist das Ding auch fertig. Mmh, oh, ein Nachschlag geht immer. So, hier nochmal hinterher. Ja, sehr gut. Ihr winnt keinen Beauty-Preis, aber schmeckt saugut. So, ihr Rezeptfreunde. Yes, jawohl, ich gehe nochmal rüber. Sehr gut. So, ab in den Hals damit. Ja, sehr gut. Etwas Gemüse klauen. Verdammt. Ah! Johnny, ich komme wieder. In der Flucht geschlagen und jetzt ab in den Hals damit. Genau. Nächstes Mal noch mehr Käse oben drauf, würde ich sagen. Jawohl. Und nun, Freunde, Boys and Girls, ballert euch ein. Käse kann nie genug sein. Hier, Sir.